Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen Trade vor. Es ist 8.31 Uhr und wir blicken wie immer auf den rechten Bildschirm zuerst und wir haben etwas dichter ist der Kurs an der 15.600er Marke. Täglich grüßt der DAX und täglich grüßt das Murmeltier so ungefähr aus dem Film die 15.600er Marke. Wir haben uns da noch nicht von entfernt, nicht oben, nicht unten herum. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist der vorletzte Tag, morgen noch und dann bin ich erstmal in Urlaub und starte dann erst wieder im August. Habe aber eine tolle Vertretung, aber das Videotagebuch wird dementsprechend dann erstmal gestoppt. Insofern bin ich gespannt, mathematisch, wann wir dann den tausendsten Trade bekommen. Ja, es gibt ja ein Gewinnspiel. Man kann auf YouTube, auf unserem Video darunter dann einen Tipp abgeben und gewinnt dann was Besonderes. Also wann bekomme ich den tausendsten Trade, den Eröffnungstrade im Videotagebuch? Tausende von Trades haben wir ja mittlerweile schon getradet. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt bei 8.000 oder 9.000 Boxen, die ich jetzt auf dem Rücken habe, nur im Box-Trading. Aber es geht ja hierbei immer um den Eröffnungstrade. 15.607 zu 15.592. Und jetzt blicken wir einmal auf die Vergangenheit. Und wir sehen gestern sehr schöne, und das sind ja die Lieblingsboxen, die wir hier haben, 13, 17, 21, ja, sind alle, da brauchen wir gar nicht schauen, alle sauber in den Gewinn gelaufen. Zu unserer gestrigen Morning Session, ja, wo die Volatilität hier am besten ist, gab es nicht so viele kleine Boxen. Wir gehen hier einmal auf den 5-Minuten-Chart, um einmal abzumessen, was gab es denn gestern generell an Musik. Wir hatten gestern 186 Punkte. Das liegt also genau in dem Durchschnitt, in der Range der Statistik, dass wir aktuell von 120 hochgehen auf 180. Das heißt, die Volatilität passt und das ist perfekt für unsere Box-Strategie. Insofern können wir heute Morgen einmal schauen. Wir sind bei 41 Punkte, also mehr geht nicht. Also das sieht sehr, sehr gut aus und wird bestimmt ein spannender Vormittag. Die Vola-Boxen, das sind die grünen Boxen. Blicken wir mal auch auf den gestrigen Tag und gehen auf den 5-Minuten-Bereich rein. Hier sehen wir gestern, da haben wir einen Trade gemacht. Ansonsten waren wir so ein bisschen außerhalb dieser Vola-Box-Range. Dann gab es hier einen sehr schönen Trade. Hier hat er sich ein bisschen aufgehalten, aber die sind alle in den Gewinn gelaufen. Und ihr wisst ja, 8 bis 12 Uhr maximale Zeit. Ich würde die Empfehlung aus auch geben zwischen 8 und 10.30 Uhr und sich da den Fokus auszuschneiden. Das ist dann eine gute Arbeitszeit, denke ich mir. Ja, wo kommen die Vola-Boxen heute raus? Wo ist der Forecast? 15.682, also ein wenig höher, aber wie gesagt, ohne Gewähr, das kann sich immer noch verschieben. Also 86. So, ich blicke nochmal rein, ob ich da richtig raufgeschaut habe. 82 war das. So, 82. Wir ziehen es mal runter. So, da kommt, also da, wo der Kurs auch gestern Abend so mehr oder weniger war, da wird die Box erwartet. Oder es geht ein Tickchen tiefer. Genau wissen wir das erst ab 9 Uhr. Wie jeden Morgen starten wir mit den größeren Zeitebenen und gehen einmal quer durch die für uns wichtigen Zeitebenen. Und wir fangen heute an bei JR Ewing, bei Dallas, nämlich bei Öl. Wir sind im Daily Chart immer noch long. Wir sehen aber, der Deckel ist hier oben drauf. Und wenn ich diese Strategie jetzt nehme, und ihr wisst, wir wechseln ja immer zwischen Zickzack-Linie und den Daily Heikin Ashi, dann sehen wir, dass wir hier ein Short-Signal bekommen haben. Wir haben eine ähnliche Situation hier gehabt am 20. Mai, das heißt vor anderthalb Monaten. Und der Markt hat sofort gekontert. Wir haben gestern ja erwähnt, wo könnte die Reise hingehen. Dazu nehmen wir nochmal linke Sonne, das ist die blaue hier unten links und verbinden sie mit der roten Sonne hier. Das ist das signifikante Tief im Chart und dann sehen wir, dass die Zielmarke für ein Luft rauslassen aus dem Gummiboot bei 23,6 das Minimumziel ist und das wäre erstmal bei 66 Dollar, 66,36.
38-2 ist das der Klassiker, wie man, wenn Real Madrid gegen Barcelona spielt oder wenn Bayern gegen Dortmund, El Clasico, das wäre jetzt hier das 38er Retracement. Dann wäre die Welt trotzdem immer noch long im Öl, mittelfristig und langfristig erstmal. Ja, aber jetzt sieht es erstmal danach aus, die ersten Anzeichen, dass der Markt ein wenig Luft rauslässt. So, wir gehen wieder zurück und gehen auf 4 Stunden. Da sehen wir schon eine Zeitebene darunter. Sind wir schon Short? Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also wir sehen, da ist ein ganz klarer Trendwechsel zu sehen. Gehen wir in Gold. So, Gold. Dort sind wir auf Daily Short. Auch hier blicken wir heute ausführlich auf nochmal auf unsere Tagesstrategie. Da sind wir also Gold Short, aber es gibt hier bei der Heikin-Ashi-Strategie ein Long Setup. Und wir sehen hier eine Situation, die auch relativ selten vorkommt, nämlich dass sich die gleitenden Durchschnitte alle treffen. Das ist eine Mini-Versammlung, ein Cluster, nennt man das in der Fachsprache. Und wenn es ein Cluster kommt, wenn einer dieser seltenen Vorfälle ist, dann gibt es meistens eine Bewegung, eine stärkere Bewegung. Durchaus denkbar aufgrund dieser Indikation, dass der Goldpreis dann nach oben läuft. Und das wäre dann auch parallel mit eben schon den formulierten Abwärtstendenzen an den Aktienmärkten heute. Ja, eine Flucht vielleicht in diesem Bereich. Glaskugel habe ich nicht, aber auf jeden Fall sind wir hier auf Tagesbasis, haben wir ein Short-Signal generiert. Bei den Zickzack-Linien, um den Vergleich nochmal zu starten, sind wir immer noch Short. Ja, 4 Stunden sind wir Long, Stunde sind wir Short, 30 Minuten sind wir Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Insofern, ja, sind erstmal die ersten Anzeichen für Long nur auf der anderen Strategie. Technologiebörse, Nasdaq, wie sieht es dort aus? Daily-Basis sehen wir, wow. Da fehlt der Abstand hier, ist noch riesig groß zur blauen Linie. Da sind wir long. 4 Stunden sind wir auch long. Und wir sehen auch hier sehr schön, wo die Märkte mehrmals hier aufgesetzt haben. Hier, da und hier. Also durchaus denkbar, dass wir zumindest hier rangehen. Stundenchart sind wir long. Auch hier sehen wir die Unterstützung. In diesem blauen Bereich liegt hier bei 14.764. 30 Minuten sind wir Short. 15 Short, 5 Minuten auch Short. So, gehen wir zu den größten amerikanischen Werten, den S&P 500, 500 größten. Daily Basis sind wir da Long. 4 Stunden sind wir Short. Stunde sind wir 4 Stunden Long, Entschuldigung, Stunde Short. 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also hier kippt der Markt auch und das heißt, wir bleiben hier oben in the DAX. The DAX auf Daily Basis immer noch Long auf dieser Strategie. Wir nehmen die Vorlage, gehen auf Tagesstrategie Pro und da sehen wir auch hier noch keine gut ausgeprägte Heikin-Ashi-Kerze. Vorlage M-Zickzack-Linie. So. Und das bedeutet, 4 Stunden sind wir. Wir sehen es hier long. Stunde auch noch long. 30 auch noch long. 15 short und 5 Minuten auch short. Das heißt, wir sind Tendenz immer noch long. Das schauen wir uns gleich dann bei der nächsten Session dann nochmal an, nämlich um 9 Uhr, wenn die Stundenkerze ist, und dann nochmal um 10 Uhr. Jetzt der letzte Markt, das ist dann Bitcoin und hier ist ähnlich wie der DAX, die 15.600 sind wir hier bei Bitcoin immer noch bei der 33.000er Marke. So, wir sehen es auf Daily Basis sind wir Short, 4 Stunden sind wir Short, Stunde sind wir Short wieder, 30 sind wir Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Ethereum 2.200, auch hier Daily Basis Short. 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Das jetzt heute der umfangreiche Überblick nochmal und die Angel.
beziehungsweise die DAX-Falle ist platziert. Die erste zumindest bei 15.607 Zähler. Und da warten wir jetzt und haben jetzt noch 20 Minuten bis zur Markteröffnung.